Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind hier gerade noch im Büro von dem CCO. Vergessen, wie sein Name heißt. Und wir sollen irgendein Video kopieren, aber ich wollte diesen Nebengang hier nochmal angucken, ob ich hier noch einen coolen Sticker finde. Eine Haftnotiz. Aber wie es aussieht, ist hier keiner. Ach Gott. Ich drehe mich so langsam. Hat jemand Haftnotiz zu mich versteckt? Wird wahrscheinlich noch später relevant, hier hinzugehen. Assis ist reservé restricted area. Spreche nicht die Sprache, aber okay. Okay, da können wir nicht lang. Gut, dann war's umsonst. Auch auf RT kann ich sogar schnell laufen. Anstatt mir irgendwie so eine Smartwatch zu geben, kriegst du ein riesiges Tablet einfach die ganze Zeit zum Tragen. Ich soll irgendeine Datei übertragen, hat er im letzten Part noch gesagt. Etage 2 Sample 17 Projekt. Das war zwar ganz normal Englisch bzw. Deutsch, aber ich habe trotzdem einfach mal das mit einem französischen Akzent vorgelesen. Oui, oui. Hallo Fische. Na? Hast du was zu sagen? Frauen aller. Hallo. Verschlossen. Kein Problem. Das ist der Vorteil, wenn man wie ich Sicherheitsfreigabe Stufe 1 hat. Hast du jetzt auch. Missbrauche sie nicht. Log dich ein und ich führe dich dadurch. Das hier soll ich hacken. Ich gucke mich aber erstmal noch um, ob ich hier noch was finde. Jetzt musst du den Kern umgehen, um an die Daten zu kommen. Wenn okay, ich habe den anderen gehackt. Dein Kommunikator die Daten automatisch herunterladen. Du musst einen Weg finden, den Kern zu umgehen, um an die Daten zu kommen. Hä? Verstehe ich nicht. Cool drehen. Ich soll da rein oder was? Du hast es gut. Was zur Hölle? Meine Dateien auf deinem Kommunikator und du wirst sofort umgeleitet. Okay. Dort findest du alles, was du hier heruntergeladen hast, geschützt durch eine Firewall, versteht sich. Okay. Großkopf der Geschichte, Auftrag 2. Roderick Lacolle, Papst Alexander der VI. Als Kriker und Lehmann, wie er im Buche steht, hat Rodrigo Borgia. Okay, kenne ich. Kommunikator schließen. Ein von 33 Computern gehackt, what the fuck? Ja, da hacken wir für alle, ne? Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich muss einfach praktisch auf eine Linie da kommen. Und dann einmal so in eine Richtung ziehen, dann wird das gehackt. Versteht's noch nicht wieso, aber naja, wen interessiert's? Hey Dad, weißt du, das ist komisch. Ich habe diese Erinnerung an dich, auf die ich immer wieder zurückkomme. Und ich denke daran, wenn ich arbeite oder bevor ich ins Bett gehe, weil sie mich, irgendwie beruhigt, schätze ich. Ich war 14, glaube ich, und du hast mir beigebracht, wie man sich leichtfüßig bewegt, weißt du noch? Wie man sich der Geräusche seiner Bewegungen bewusst wird
Ganz einfache Dinge. Dinge, die ich jetzt verstehe, aber damals ich... Ich muss dir sagen, dass ich dich für ein Arschloch hielt. Also, du sagtest, du gehst in dein Zimmer, setzt dich mit dem Rücken zur Tür und liest ein Buch und ich sollte mindestens 15 Minuten warten, heraufschleichen und dir auf die Schulter tippen, ohne dass du es bemerkst. Ich erinnere mich sogar an das Buch, das du gelesen hast, das von Captain Johnson. Du hast mich gewarnt. Wenn du mich erwischst, muss ich von vorne anfangen. Dann gingst du hoch. Geht das lange? Und ich wartete. Oh, na ja. Wartete. Ich wartete 4 Stunden, bis ich nach oben ging. Selbst dann dauerte es 20 Minuten, bis ich die Treppe erreichte und weitere 30, um sie hochzusteigen. Nochmal 10, um in die Halle zu kommen. Und dann stand ich vor der Tür. Und ich sah in dein Zimmer. Und ich hatte so gehofft, dass du schläfst. Aber nein, du nicht. Du hast gelesen. Und ich habe mir fast in die Hose gemacht. Aber 10 Minuten später war ich keine 2 Meter von dir entfernt. Und ich erinnere mich, dass ich den Fuß aufsetzte. Und du hast gezuckt. Ganz leicht hast du gezuckt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein, aber ich wusste, du hattest mich gehört. Du hast nichts gesagt. Du hast nur auf die Uhr gesehen, nach deinem Drink gegriffen, getrunken und weitergelesen. Aber ich wusste, ich hatte verloren. Nur du hast nichts gesagt. Ich wusste nicht, warum. Ich hechtete vor und tippte dich auf die Schulter. Du hast dich umgedreht und gesagt, oh, fantastisch, du hast mich hochgehoben und in den Arm genommen. Und ich habe nichts gesagt. Aber Dad, ich war so angepisst. Ich wollte dich anschreien, ich hatte versagt und du wusstest es. Aber du hast geschwiegen. Und ich war sauer, wochenlang. Ich dachte, du würdest mich schonen. Ich dachte, vielleicht hättest du gemerkt, dass ich nie der Mann sein würde, der ich werden sollte. Erst vor ein paar Jahren habe ich kapiert, dass du auf die Uhr gesehen hast. War ein Hinweis, oder? Du hast mich gewinnen lassen, weil ich so geduldig war. Ich schätze, das hat dir imponiert. Weißt du, in dem Moment dachtest du, du bist lieber mein Vater und nicht mein Mentor. Ich weiß es wirklich nicht. Für dich ist das vielleicht dasselbe. Weißt du, wie auch immer, ich bin froh, dass sowohl mein Vater als auch mein Mentor an dem Tag Rücksicht auf mich nahmen. Ich verstand es damals nicht. Jetzt glaube ich schon. Gott, endlich, ey. Ist ganz schön lange. Wir hacken einfach alle Computer, die wir finden. Können wir dich auch hacken? Nein. Ah, da ist ein Haftmatiz. Hallo. B. Haftmatiz 12. Die heutigen Abstergo-Templer-Betrüger haben sich primitiven Praktiken verschrieben und behaupten fälschlicherweise, dass Männer und Frauen feinfühlvernünftige Wesen und erfindungsfähige Wesen bla 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 sind. Notizen interessieren mich jetzt nicht so sehr. Ich will sie nur alle sammeln, weil ich gerne Sachen sammle. Jetzt machen wir dir das Einzige, das, was wir eigentlich sogar machen sollten. Muss ich beide dafür hacken? Oder muss ich einfach nur eine Richtung machen? Kernzugriff wert, Extraktion irgendwas. Extraktionssequenz eingeleitet. Kern durchbrochen, Zugriff Informationen, endlich. 23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fisher Case über Subjekt 17, das mit Miles. Das Subjekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig.
Wir hatten erst Bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe. Doch dank meines sehr talentierten Teams konnten wir einige sehr hilfreiche Daten bergen. Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug, um Knochen zu schmelzen, was auf eine kurze, aber intensive Verbrennung deutet. Ehrlich gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Kopf, Nacken und Torso sind nahezu unverletzt. Handverlesene Agenten nahmen ihm Flüssigkeitsproben ab, Blut und Speichel. Dann begannen wir mit der Materialentnahme und konnten einige beispielhafte Gewebeproben sichern. Die Datenanalyse und Sequenzierung hat bereits begonnen und macht, wie ich höre, gute Fortschritte. Okay. Mithilfe der Cloud-Datenbank und der Arbeit von Abstergo Recovery Unit 3 wird das Vermächtnis von Subjekt 17 ungestört als Sample 17 weiter bestehen. Warum hat man nicht einfach aus diesem, auf der Krankenliege, wie nennt man dieses fahrbare Teil, wo man die, das kennt man aus dem Krankenhaus, wo der da drauflegt wurde, warum die nicht da einfach rausgefahren, sondern noch extra diesen Sack da gepackt haben und dann rausgezogen? Es ist ja einfach leichter, ihn auf diesem Wagen zu ziehen. Okay, gut. Obduktionsbericht, Kommunikator schließen. Hey, du bist ja besser, als ich gehofft hatte und jetzt im Allschritt runter in die Lobby, na los. Also, die Datei, die du besorgt hast, du solltest sie dir besser nicht ansehen. Ich meine, du könntest, aber es ist unschön. Sobald du sie abgegeben hast, tu so, als wäre das nie geschehen, okay? Nicht, dass du schlecht träumst heute Nacht. Wie auch immer, der Kurier wartet unten. Und zwar schon eine ganze Weile. Ich muss dich nicht darauf hinweisen, aber nur weil du jetzt die Computer aller Kollegen hacken kannst, solltest du es trotzdem nicht tun. Ich meine nicht jeden Tag, okay? Aber ganz im Ernst, das ist illegal, sei kein Kollegenschwein, hm? Außer du kannst nicht anders. Oh, Haftnotiz. Haftnotiz Nummer 17. Dann sind Werkzeuge, genetische Blablabla. Ihnen, ihr, da, gelesen. 20 Stück gibt es. Gehen wir erstmal nach unten und geben den Mist ab und dann hacken wir alles, was wir finden. Und die Lobby? Das halte ich nicht lange durch. Weißt du, dieser Job ist weit unter meinem Niveau. Ja, aber dein Kaffee ist scheiße. Du brauchst noch mehr Übung. Was? Nein, nein, nein. Ich habe mich Wort für Wort ans Rezept. Das sind doch schon Rebecca, oder nicht? Oh, wer kommt denn da? Sie haben es also nicht vergessen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Sie haben Rebecca hier fast 30 Minuten lang warten lassen. Inselaffe, sei nett. Entschuldigen Sie, er verträgt seinen Kaffee nicht. Also, wie machen wir das? Datentransfer? Okay, das sollte reichen. Die Quittung kommt per Mail. Bis demnächst. Mach's gut, Sean. Tschüss, ja, tschüss. Oh, erwarte bloß keinen Gratis-Kaffee mehr. Arrogante. Arrogante was? Sie ist toll, oder? Wann ist zurückkehren? Okay, krieg ich hin. Hey, gerade kommt die Bestätigung, dass der Kurier weg ist. Hervorragend, du bist ein Wunder. Nein, das ist übertrieben. Du bist kein Wunder. Du bist Angestellter. Tust deinen Job. Aber vielen Dank für die Hilfe. Aber trotzdem, viel Spaß im Piratenleben. Ja, ich muss noch Sachen hängen, tut mir leid. Ich bin gerade überfordert. Ich will gucken, ob ich irgendwas finde. Nachnotiz oder sowas. Also natürlich auf die Darmtoilette gehen. Zumindest sind die genau die gleichen Türen offen wie auf der anderen Etage. Mensch! Da hat sich wohl jemand keine Mühe gemacht, nochmal ein anderes Raumlayout zu machen. Okay, da hinten war glaube ich eine Tür für Level 2 und wir sind nur Freigabestufe 1. Das heißt, wir kommen da nicht rein. Die hier sind 3. Kann ich gehen? Nein, ich kann nicht gehen. Ich muss auch weiter mal lochen. Da ist doch eine Haftnotiz, oder nicht? 6 Stunden drin geblieben, verdammt. Haftnotiz Nummer 6.
Das habe ich nicht mehr gelesen. Da ist, glaube ich, noch einer. Nummer 10. Das hier ist keiner, ne. Schade. Ich kenne die 3-Stunden-Regel, wie die Richtlinien sagen. Es gibt gute Gründe dafür. Ja, ich bin jeden Tag so 5, 6... Ah, 5, 6 Stunden, also obwohl du ja 3 machen soll. Da brauche ich auch Sicherheitsstufe 3, die ich nicht habe. Hallo. Deine Haare fliegen ein bisschen wild rum. Der Fahrstuhl ist mega cool, aber ich glaube, das ist nicht gut für die Fische. Ja, ich wollte gleich zum CCO. Oh shit. Abbrechen. Oh Gott. Hallo, Mr. CCO. Ich bin außerdem zu Ihnen gefahren. Hehe. Hoffentlich werde ich nicht gefeuert deshalb. Ein ganzer Part, in dem wir keinen Animus sehen, also kein Piraten-Gameplay. Ich habe mich auch schon gefragt, wann der nächste Neuzeit-Part kommt. Assistance au niveau 2, Projet Echantillon 17. Support in die zweite Etage Sample 17 Projekt. Das ist Freigabestufe 1, das ist Freigabestufe 2, die wir nicht besitzen. Beim CCO war auch noch, glaube ich, eine Freigabestufe 2. Den kann ich nicht hacken, weil er da dran sitzt oder was? Da ist ein Haftnotiz, die ich vorher noch nicht gesehen habe oder die er vorher einfach nicht war. Nummer 4. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde die Welt in einen unanständigen Ort. Ja, gut. Oh, eine Ming-Li-Box. Man dreht sich so langsam um in der First Person. Das riecht schlecht in meine Augen. Oh nein, hallo. Mon petit chéri, du hast eine Haftnotiz, die ich arbeiten möchte. Der arbeitet gerade. Warte mal. Mein Arbeitsplatz ist hier. Mich kann ich selber wohl nicht hacken. Du arbeitest gerade. Was mit dir? Du arbeitest auch. Warum arbeiten sie alle? Kann ich mal Pause machen? Ich will euren Computer hacken. Verdammt. Ich weiß nicht, wo die Papiere gelandet sind. Ich habe die Personalakten archiviert und das war's. Ich bin nicht verantwortlich für die Unfähigkeit anderer Leute. Sicher? Du arbeitest auch? Du arbeitest auch? Meine Fresse, am Arbeit, ja, durch eure verfickten Computer, ihr könnt die Aufzüge tolle neue Sachen finden. Ah, hier habe ich Zugriff jetzt. Hallo. Ich habe Zugriff. Haftnotiz. Rennfahrerhelm. Nummer 16. Denken Sie daran, dass Sie unermüdlich bla 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 bla. Oh, ich könnte Tastaturen hacken. Und jetzt pass gut auf. Beim Verschieben von Daten werden Sie permanent von Sicherheitsprogrammen überwacht. Schleich dich an denen vorbei, sonst zerstören sie die Daten und schicken sie zurück. Und die muss es nicht 10-mal machen. Nur zum Glück nicht. Okay, nee, die hören wir jetzt nicht nochmal. Ich habe keinen Bock, das zu machen. Falls ich das noch machen soll, kann ich es immer mal am Ende machen, aber ich habe jetzt keinen Bock, das jedes Mal zu machen.
also so 10.000 schon anzuhören, wie das man sagt. Boah, cool. Oh Gott, das ist ja richtig schlimm, ey. Wie ist dieses Spiel? Super Frog oder so? Oder Frogger hieß, glaube ich, die erste Version davon. Oh, jetzt habe ich nach oben gedrückt, weil ich dachte... Total, brauche ich nicht. Jetzt bin ich... Okay, das ist alles mein Fehler gerade gewesen. Da war ich einfach komplett dumm und dachte... Wenn ich ein bisschen das schneller machen will, oder ich dachte, ich kann es ein bisschen schneller machen. Das war auch schon wieder viel zu knapp für mich. Meine Fresse, bin ich schlecht. So. Subjekt 0. Okay, gut, das können wir uns immer alles anhören. So, diesen Raum haben wir dann auch noch damit abgeschlossen, hoffe ich. Ich sehe auf jeden Fall nichts anderes mehr. Dann, achso, auf X kann ich nochmal meine ganzen Daten angucken, danke. Auf A jetzt wieder einklappen. Dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir dann weiter. Wir können uns hier nochmal kurz umgucken oder wir gehen dann halt, ich glaube, ich gucke jetzt nochmal kurz um und danach sehen wir uns mal was wieder. Oder hier, falls ihr noch was gefunden habt. Bis dahin, hoffe ich, hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.